In seinen Lebenserinnerungen beschreibt Michael Pössinger, wie er an einem heißen Tag im Mai 1941 in Garmisch-Partenkirchen zusammen mit Freunden im Hotel Roter Hahn seinen Durst löschte. Nach ein paar Bier und Schnäpsen wurde es im Nebenraum lauter. Dort stieß ein Parteimann einen beiden amputierten Leutnant vom Stuhl. Da griff Oberleutnant Pössinger mit seinen wenigen Freunden die 12 Parteimänner an. Eine wüste Schlägerei entbrannte. Um dem Ganzen ein Ende zu bereiten und weil die Braunen in der Überzahl waren, zog Pössinger seine Pistole, richtete sie auf die Parteileute und rief: Wenn noch einer hergeht, dann jag ich ihm das ganze Magazin durch. Fluchtartig verließen daraufhin die Braunen das Lokal, unter ihnen der Gauleiter von München und Oberbayern, Adolf Wagner. Noch am gleichen Tag verhafteten Feldscher Dam Pössinger. Nur durch Berufung auf Unzurechnungsfähigkeit aufgrund einer Verwundung und seiner Unterschrift, dass dieser Vorfall nie stattgefunden hat, wurde er nicht zu einer Strafeinheit versetzt. Allerdings verhängte man über ihn eine Beförderungs- und Auszeichnungssperre. Major Pössinger überlebte den Krieg als Eichenhauptträger und Träger der Nahkampfspange in Gold.